Schnellzugriff im Windows Explorer. Was ist das? Mein Name ist Birmin Lehner. Ich starte hier den Windows Explorer und ich sehe hier dieser PC. Aha, es hat hier Bilder, Dokumente, Downloads und so weiter. Und wenn ich auf den Pfeil hier links klicke, klappt das auf und ich habe hier Bilder, Desktop, Dokumente, dasselbe wie hier rechts. Ich gehe mal auf den Schnellzugriff. Beim Schnellzugriff habe ich irgendwie etwas anderes, Desktop, Download, schon wieder Bilder. Und wenn ich da auf diesen Aufklapppfeil klicke, dann habe ich, das ist wieder dasselbe, aber schon wieder Bilder. Anfänger sind nun versucht, weil sie die Bilder dreimal haben, eines oder zwei zu löschen, aber das ist dreimal dasselbe. Was ist denn der Schnellzugriff? Physisch sind die Dateien hier auf dem PC. Also wenn ich hier Bilder habe und ich sehe, ich habe hier ein paar Bilderordner, dann zeigt mir der Schnellzugriff die wichtigsten Ordner wieder. Dieser Bilderordner hier oben, das ist nur ein Link auf diesen Bilderordner hier unten. Das ist also wirklich derselbe. Ich schließe mal dieser PC, denn ich habe ja das Wichtigste hier beim Schnellzugriff und das soll ja auch schnell gehen. Und ich sehe hier noch Lissabon und Birmin-Dateien. Woher kommt denn das schon wieder? Das ist irgendwo auf meinem PC zu finden bei Dokumente hier. Warum erscheint das hier? Das erscheint, weil ich einen Automatismus noch eingeschaltet habe. Der zeigt mir die letzten oder die häufigsten Ordner an, die ich so im Gebrauch habe. Aber das nervt, das will ich abstellen. Wo kann ich das abstellen? Gehen Sie auf diese drei Punkte hier oben, Optionen, und klicken Sie hier die Haken raus. Also hier kein Haken und hier kein Haken. Also weder die zuletzt verwendeten noch die häufig verwendeten Ordner will ich sehen, also übernehmen, okay. Und ich will bestimmen, was denn im Schnellzugriff ist. Was nun hier praktisch wäre, wenn ich selber etwas in den Schnellzugriff legen könnte. Natürlich geht das. Ich gehe mal auf meine Dateien und hier hat es einen Ordner Adelboden und den brauche ich in nächster Zeit wirklich öfters. Also mache ich jetzt einen Rechtsklick auf diesen Ordner, klicke hier auf an Schnellzugriff anheften und hier ist er. Und wenn ich dann mit diesem Projekt fertig bin, kann ich diesen Ordner hier wieder mit einem Rechtsklick von Schnellzugriff lösen. Der bleibt nun aber hier erhalten und das ist tatsächlich viel schneller, wenn ich den PC starte und den Windows Explorer starte, habe ich nun hier immer sehr prominent den Ordner Adelboden. Also, und ich kann ja hier mehrere Ordner in den Schnellzugriff einfügen und bin so sehr viel schneller, als wenn ich bei dieser PC Laufwerk Z Ordner so und so und so, bis ich dann endlich bei meinen Dateien bin. Da gibt's noch was ganz Ähnliches, nämlich Bibliotheken. Vielleicht sehen Sie hier links auch Bibliotheken. Ich blende mal die Bibliotheken ein. Ich gehe auf diese drei Punkte. Optionen, Ansicht, gehe mit dem Scrollbalken ganz nach unten, Bibliotheken anzeigen, übernehmen, okay. Ich rolle nach unten und siehe da, Bibliotheken, was ist denn hier drin? Auch hier, ja, das kenne ich doch schon, aber wie kann ich denn nun etwas zu den Bibliotheken hinzufügen? Das ist ein bisschen tricky. Ich mache zuerst einen neuen Bibliothekseintrag. Ich mache hier bei Bibliotheken einen Rechtsklick. Weitere Optionen. Neu. Ja, ich will eine neue Bibliothek. Die erscheint hier unten. Und ich schreibe mal hier Kunden. Und, na, Kunden ist ja noch leer. Aber wenn ich jetzt auf Kunden klicke, erscheint hier die Aufforderung, diese Bibliothek sei leer und ich könne nun einen Ordner hinzufügen. Aha, also Ordner hinzufügen und offenbar kann man hier nur Ordner hinzufügen, nicht etwa Dateien. Und ich wähle nun hier aus meinen Dateien,
bei meinen Dokumenten das hier, diesen Ordner Ashleman hinzu. Ordner aufnehmen in die Bibliothek. Und jetzt habe ich hier Kunden. Und das ist mein erster Kunde, der Ashleman-Kunde. Und der ist nun in der Bibliothek. Also irgendwie auch sehr ähnlich. Vielleicht ein bisschen komplizierter als der Schnellzugriff. Das war's.